darf uns nicht trennen. Hier mal die Stand-MG am besten. Alter! Lad nach, hopp! Hier ist mal Action. Das Spiel besteht eigentlich komplett aus Action. Alter, was ist denn mit dem Ritter da? Alter. Ja, die haben uns hier ganz schön umlagert, mein lieber Mann. Den haben wir weggemacht. Ach, die Snipe gefällt mir echt gut, Alter. Fange das erstärkende Licht eines Geistes. Da drin. Upsa. Zu nah. Alter Schwede, wie geil ist das denn bitte hier? Die Pro-Action hier. Was? Eier ausgeburt. Ist aus dem Ei geschlüpft. Meine Güte. Boah, Alter, der macht Damage. Machen wir dem überhaupt Damage? Kaum. Ja, mit einem Kopftreffer, glaube ich, ging es schon. Aber trifft den mal in den Kopf. Ah, jetzt. Sehe den ja gar nicht. Jawohl. Sniper Skill, Bro, Bitch. Nachladen und Action. Ja, wir haben die Mission geschafft. Wunderbar. Da ist noch Zeit für in den Schmelztiegel mal reinzugehen. Achso, wir haben noch diese neuen Schuhe bekommen. Handschuhe. Schuhe. Kilometer weit in die Tiefe. Die Schar stellt hier eine Armee auf, um die Erde anzugreifen. Wir müssen sie stoppen. Yo, yo, yo. Da haben wir's. Gar nicht mal ohne, wie es hier abgeht. Oh, neue Waffe. Die sieht auch nicht schlecht aus. Das ist ein bisschen stärker. Ist ein bisschen stärker. Können wir das jetzt nicht ausrüsten hier? Nee. Jetzt bin ich nur am Überlegen, ob wir in den Schmelztiegel oder in den Turm schnell gehen sollten. Im Turm sind mehrere Sachen nochmal. Oh, im Mond geht's auch gut weiter hier. Thank you.
Story, Story, Story und Story. Und was ist hier? Auf der Erde? Da war doch auch noch irgendeine Mission. Ja, das ist Level 8 Strike. Xbox Live Gold erforderlich. Aha, die gefallenen Haus der Teufel im Kosmodrom verdankt seine Macht einem einzigen hochragenden Servitor namens Sepisprakt und finde heraus und zerstöre ihn. Alter, das können wir ja mal ausprobieren. Machen wir das lieber noch. Mit Spielersuche und so. Ah ja, guck mal, Suche nach Hütern. Das geht nämlich nur kooperativ. Ich meine, wir sind ja bald Level 8. Ich hoffe nur, dass wir da jetzt welche finden. Ja, wunderbar. Ein Level 9er und ein Level 6er. Gut, dann gleicht sich das Ganze ja ein bisschen aus. Ein Strike ist es. Da bin ich jetzt mal drauf gespannt, Leute. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden die Gefallenen weiter an unserem Stadtwall scharren. Also das Spiel gibt einiges her. Unter den Ruinen des Guck mal, da fliegen wir zu dritt hin. Eines alten Kolonieschiffs liegt die Höhle des Hauses der Teufel. Und der hohe Servitor, der ihnen Kraft verleiht. Wir müssen diesen Maschinengott zerstören und ihre Seelen in die Hölle schicken. Was, Maschinengott? Oder Maschinenbot? Nee, Maschinenbot wäre komisch. Ich muss jetzt mal kurz gucken, noch nach meiner neuen Primärwaffe, liebe Freunde. Das ist das hier. Das holen wir. Das ist natürlich ein gutes Stückchen stärker. Können wir zerlegen. Genauso wie das hier. Alles ja gar nichts mehr von dem Angriff. So, und dann haben wir noch einen neuen Helm. Auch ein bisschen stärker. Ein gutes Stückchen. Okay, auf geht's. Los, liebe Freunde. Let's fetz. Alter. Boah. Ey. Alter, was ist denn hier los direkt? Was macht denn ihr, Leute? Guckt ihr mir zu, wie ich hier unten krepiere oder was? Das ist super toll. Hauptsache die Mission dann. Ja, das ist aber wirklich, glaube ich, noch nicht stark genug dafür. Einfach zu wenig Schaden. Guck mal, der regeneriert ja mehr, als wir hinzufügen können. Ja, und hinten unsere Verbündeten, die machen sich einen schönen Abend oder was. Oh Mann, der regeneriert schon wieder Energie, die Sau. Jawohl. Mann, oh Mann. Hier schon eine schwere Geburt. Ach, das ist das Gebiet, wo wir das letzte auch mal drin waren. Die ganzen Rittern, da rennen wir jetzt einfach durch.
Weil da müssen wir ja jetzt gar nicht hin. Machen wir hier nochmal mir die Mission für alle. Oder was? Kämpfe dich in die Höhle der Teufel vor, ja. Wunderbar. Aber da kommt ja auch noch ein Boss, ich glaube, den packen wir nicht. Hoffentlich kommen wir nicht ins Kreuzfeuer. Ist schon wieder ein Ritter. Aber nur ein Level 8er diesmal. Ah, den machen wir auch mehr. Ne, machen wir auch nicht mehr Schaden, oder? Doch, ich glaube schon. Eben hat man so ein paar 20 mit dem Volltreffer gemacht. Oh, 649. Wow! Ja, da lohnt sich die Snipe dann. Mano, 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 Mano. Ist hier ein behutsames Forttasten. Weil es hier echt nicht ohne ist. Vor allem, weil unsere Verbündeten uns gar nicht begleiten und sich nicht für uns interessieren. Aber Hauptsache die Mission machen wollen. Arschlöcher. Ihr seid live auf YouTube und jeder sieht, was für Mongos ihr seid. Mann, oh Mann, ich hasse solche Leute. Die EP abstauben wollen, aber nichts dafür tun und so. Eine Hexe ist auch noch da. Hexe, Ritter, alles vertreten hier. Hexe ist ein Fresser. Alter! Mann, oh Mann. Hier bräuchte man echt ein bisschen Hilfe. Da jemand auf den Captain? Ja, ich glaube, die kämpfen hier gegen diese Hexenschar auch. Vielleicht sind die auch nicht gerade gut miteinander zu reden. Fliegt sie denn jetzt schon wieder rum? Da hinten. Oh, alter Schwede. Jawohl, die Hexe ist weg. Wir haben keine Muni mehr. Jetzt aber. Alles wieder voll. Also was heißt alles voll? Aber wieder Muni für alle Waffen. Ich glaube, wir laden mal alles nach.
Und da oben gehen wir erstmal nicht mit dem Ketten-MG rein, weil ich glaube, das brauchen wir gleich für, wenn da wirklich der Bossgegner kommen soll. Oh, Granate. Dachte, was ist denn das gerade für ein Symbol da oben? Alter, der Captain, der frisst auch. Müssen sein Schild wegknabbern. Dass er auch mal Schaden nimmt. Der letzte Hüter. Ja, sind alle anderen tot, oder was? Alter, was trifft uns denn da so hart noch? Lad mein Schild auf. Ach, die haben Snipes oder so. Toll, der Ausgang ist versperrt. Ah, Gerst einsetzen. Ah, jetzt kommen hier die anderen auch. Ziemlich komplett.